Willkommen, liebe Leute und Interessenten des Videospiels. Zuletzt wissenschaftlich erklärt, der wissenschaftlichen Erklärsendung zum Thema Videospiele. In der ersten Folge will ich euch den Metroid nahelegen. Metroids sind Wesen aus der Videospielreihe Metroid. Und sie sind quallenähnliche fliegende Wesen. Ja, wie funktioniert dieses Fliegen? Was ist der Lebensstil und was wollen sie überhaupt? Das werde ich nun nahelegen und erklären. Erstmal sieht man hier eine Skizze eines Metroids. Außen auf der äußeren Hauthülle-Membran sieht man Wärmesensoren, mit denen er seine Ziele orten kann, aber dazu gleich mehr. Im sogenannten Helivakuum, das zwischen dem hauptlichen Innenkörper und der Membran liegt, befindet sich Luft. Und mithilfe der Hitzeregulatoren des Hauptkörpers kann diese Luft erwärmt und kälter gemacht werden, um so die Bewegung zu machen. Also wird es zum Beispiel erwärmt, steigt der Metroid auf, wie ein Heißluftballon. Und werden sie kälter, dann sinkt er runter. Dies funktioniert natürlich auch mit Hilfe seiner inneren Muskeln und ähnlichem, dass er sich da auch noch hin und her bewegt. Und hier seht ihr übrigens gerade einen Menschen, und da der Kopf des Menschen immer so ziemlich das Wärmste ist, kann er das orten, der Metroid, und so diese Wärmestrahlung macht ihn darauf aufmerksam, dass er dahin muss. Und auf diesen Kopf setzt er sich dann. So. Im Magen des Metroids befindet sich eine Pumpe, mit der er erstmal, nachdem er den Kopf aufgebissen hat, sag ich mal, seine Verdauungssäfte reinpumpt in den Kopf des Menschen. Und dort das Gehirn und die umliegenden Nervenbahnen verdaut und in sich wieder reinpumpt. Das ist dann für ihn die Hauptnahrung eigentlich. Und so lebt er dann auch und ernährt sich. Ja. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal bei Let's Wissenschaftlich Erklär. Bis dann, ciao. Ich bin Laune 2 Zorro.